Heute werde ich eine neue Website demonstrieren auf diesem schönen Gerät hier, ein ThinkPad von 2011, das ich mal geschenkt bekommen habe. Und die Website findet man natürlich auf dieser schönen Website hier, die von mir ist. Nämlich hier unten verlinkt littleclone.de. Little Clone, wie man sich denken kann, ist eine Freundin von mir und hat vorher Spiele entwickelt mit der Programmiersprache C Sharp, die ich persönlich nicht so gerne mag, und hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, in C Sharp eine Website zu entwickeln. Und hier sieht man das Ergebnis. Gehostet auf einem Server, der auch für viele andere Seiten benutzt wird, zum Beispiel auch für diese hier. Und ich möchte mir jetzt einfach diese Website kurz angucken und gleich werde ich dann zeigen, was es da mit dieser geheimen Seite auf sich hat oben. Erstmal ist hier auffällig, dass man darauf hingewiesen wird, dass man die deutsche Website benutzt. Der Grund, warum das so ist, ist, dass man die Sprache ändern kann. Ich probiere das jetzt mal selbst aus zum ersten Mal. Wenn ich jetzt hier die Sprache ändere und sage, Englisch soll nach oben, nach ganz oben sogar. Und ich jetzt mal die Seite hier neu lade, haben wir die Seite auf Englisch. Toll. Heute ist der 5.29. Ja, das kommt dabei heraus. Also toll. Hier sehen wir gleich, wer Little Clone ist. Und weil hier nicht jeder unbedingt immer so gut Englisch kann, werde ich die Seite jetzt wieder nach unten schieben oder die Sprache Englisch nach unten schieben. Wobei eigentlich so die Reihenfolge besser ist. So, das reicht aus. Seite neu laden. Ja, Little Clone sollte jeder kennen von diesem super tollen YouTube-Kanal mit ein paar mehr Abonnenten als ich, leider. Mehrere hundert mehr als ich. Und vielleicht gibt es ja bald mal ein Video zu Websites oder Webentwicklung. Außerdem sehe ich gerade auch, dass hier auf dieser Seite im Gegensatz zu meiner Seite keine Links zu anderen Websites ist. Also, wer weiß, wo das nochmal hinkommt. Irgendwo könnte hier, finde ich, noch so einen Link auf l3p3.de hin. Dann wäre das auch noch ganz lustig, wenn man dann wieder zurückkäme. Ja, viele andere Konten, bla bla, mit E-Mail. Ja, sehr viel geschrieben. Und diese Website ist aufgebaut in so einem Framework. Da ist auch ein About-Knopf noch drin. Das ist von Microsoft, weil ja auch C-Sharp von Microsoft ist. Und ich habe ASP.NET mal gehört vor längerer Zeit und wusste überhaupt nicht, was das ist. Und jetzt weiß ich's. Also ASP.NET ist wohl ein Web-Framework, mit dem man interaktive Websites, also das heißt, dass nicht nur man Seiten hat, hier passiert jetzt nichts, aber dass man zum Beispiel auch so etwas hier drin haben kann. Und das funktioniert ganz raffiniert. Das ist nämlich so, dass die App selber in C-Sharp geschrieben ist und auf dem Server ausgeführt wird. Und im Browser sieht man die Änderungen, weil die Änderungen zum Browser gestreamt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt klicke, es ist quasi wie eine Fernbedienung. Wenn ich klicke, wird dieses Click-Event zum Server geschickt. Im Server-Code, also der in C-Sharp geschrieben ist, da drin wird dann darauf reagiert und hier der Text geändert. Und dann schickt dieses Framework an den Browser wieder zurück, an den Client, dass hier dann eine 31 drin stehen soll. Und das Ganze ist sogar ziemlich schnell, wie man hier dran sehen kann. Dann gibt es hier noch eine Kontofunktion. Und hier kann man sich anmelden und registrieren. Und ich möchte das jetzt auch mal machen. Ich registriere mich da jetzt mal mit meiner Adresse. Welche nehme ich mal davon? Die hier nehme ich mal. Und denke mir mal ein ganz tolles Passwort aus. Ich hoffe, dass man Passwörter später ändern kann. Und jetzt auf Registrieren gedrückt. Das speichere ich mir auch gleich mal. Super. Was ist das jetzt? Benutzername hat gefilterte Wörter in sich. Uiuiui, das ist jetzt. Ach so, ich bin weitergeleitet worden auf diese Seite. Dann muss ich das hier nochmal probieren. Also, mein Benutzername ist L3P3. Meine Adresse soll dev für Entwickler sein. Passwort habe ich schon. Und dann muss ich hier mein Passwort nochmal eingeben. Mal sehen, ob das jetzt geht.
ungültige E-Mail-Adresse. Nein. So, eine kleine Unterbrechung später. Ich habe hier eine gültige E-Mail-Adresse drin. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier soll. Das ist eine gültige, aber hier steht ungültige E-Mail-Adresse. Schade, dass das nicht geht. Aber das wird bestimmt bald behoben. Und dazu kommen wir jetzt auf diese weitere Seite. Ist das eigentlich hier verlinkt? Nein. GitHub fehlt hier. Hier fehlt ein GitHub-Link. Das ist nämlich diese geheime Seite hier. Die geheime Seite, die in Wahrheit die Website ist. Und hier kann ich dann ein Issue reinmachen und ich hoffe, dass das bald mal öffentlich ist, das Repository hier, dass dann auch andere Leute ein Issue reinmachen können. Und hier sehen wir schon, wenn wir uns die Quelltexte angucken, CSS und C-Sharp wird hier verwendet und HTML. Jetzt kann ich hier reingehen und zum Beispiel mal gucken, haben wir den Counter drin? Ich guck mal hier rein. Ich hab selber noch nie ein C-Sharp-Projekt gehabt. Ich muss jetzt etwas raten, wo hier die Sachen drin sind. Mal gucken, Components vielleicht, Pages. Und jetzt könnte ich es einfach machen und den Counter öffnen, aber ich möchte jetzt stattdessen mal die Startseite öffnen. Der Counter, der ist nämlich, glaube ich, aus einer Beispieldatei. So sieht das dann aus. Also Razor, diese .razor-Dateien sind im Grunde HTML-Dateien, Template-Dateien. Das heißt also, wir können HTML da drin haben, aber auch Code in C-Sharp drin haben. Finde ich sehr praktisch. Das hier ist noch eine Zeile, die wahrscheinlich bald wegkommt, denn schließlich, wenn ich die Seite hier besuche, sehe ich ja, dass ich auf der deutschen Version der Website bin. Aber lustige Spielerei, dass wir hier das Datum drin haben und komisch, dass wir hier dieses Format mit Schrägstrichen haben, aber man hat es ja eben gesehen, dass eben, als ich auf Englisch gestellt habe, das mit Punkten hier stand. Komisch. Ja, so wird das jetzt gerade mit der Lokalisierung gemacht. Also der ganze Seiteninhalt ist doppelt drin. Einmal für ist German und dann else. Nochmal, wenn das nicht German ist. Das ist jetzt hier bei sowas, wo viele Sachen auf einmal sind, hilfreich. Und dann kann man bei, zum Beispiel, wenn Buttons einzelne oder so nur übersetzt sind, kann man das auch so machen, dass man dann Variablen oben hat und die dann setzt. Ja, also schon mal verrückt und lustig, dass man in C-Sharp, eine Sprache, die mir komplett fremd war bisher und wo ich dachte, dass man die nur in Unity oder sowas benutzen kann, dass man da drin eine Website designen kann. Ich frage mich, ob das hier auch noch da bleibt oder ob das nicht irgendwo anders noch hinkommt. Aber es kann auch gut sein, dass das hier bleibt und dann jedes Mal, wenn man diese Seite aufruft, ausgeführt wird. Ich weiß es nicht. Ja, da wird jedenfalls erkannt, welche Sprache man eingestellt hat. Tja, und jetzt möchte ich noch mal kurz zeigen, wie dann jetzt eine interaktive Seite aussieht. Dazu öffne ich jetzt doch den Counter. Und da sieht das dann so aus, dass man hier die Variable addCurrentCount, darüber kann man die Variable currentCount einbinden. Und diese Variable ist hier initialisiert mit 0. Und dann haben wir eine Funktion in C-Sharp, die diesen Count erhöht. Und hier haben wir onClick mit so einem Add davor, weil das nämlich eine C-Sharp-Funktion ist und keine JavaScript-Funktion. Und darüber wird das dann aufgerufen. Ziemlich einfach zu bedienen, ziemlich einfach zu erlernen. Und ich finde, dass dieses Projekt ziemlich gut ist. Einmal für die Person, die diese Website hier erstellt, aber auch für andere Leute, die über Sachen wie zum Beispiel, wie heißt denn das nochmal? Unity auf C-Sharp gekommen sind oder über was anderen, darüber in Webentwicklung reinkommen und vielleicht ja eines Tages dann auch eine andere Sprache lernen wollen, wie zum Beispiel JavaScript.